So, ich bin gerade in London angekommen und da mein Hotel nicht weit entfernt vom Hyde Park ist, habe ich mich direkt mal in den Park aufgemacht, wie man unschwer im Hintergrund erkennen kann. Und selbst die Sonne scheint, also bisher gutes Wetter erwischt, toi toi toi. Ich sitze jetzt hier direkt neben dem Kensington Palast, werde jetzt noch ein bisschen hier die Ruhe genießen und mich noch ein bisschen im Park umschauen. Es gibt wohl auch einen Prinzessin Diana Memorial Walk und ich kenne den See, diese Serpentine da drin auch noch nicht. Also mal gucken, wie der Park heute so wird. Grüße von der Queen. Ist so schön. Das ist Princess Diana Memorial Fountain. Thank you.
Schön, direkt in der Nähe ist der Regent Park, in dem ich gerade bin. Da ist auch ein großer Zoo, wie man vielleicht im Hintergrund ein bisschen hört. Ansonsten kann man hier dann sich mal ein bisschen ausruhen, wenn die eine Shoppingtour vorbei ist und die nächste dann gleich ansteht Richtung Oxford Street. Das sind die Queen Mary Gardens im Regent Park. Auf dem Weg zum Park oder zum Observatorium mit einem schönen Park gefunden. Es ist so heiß heute, unglaublich, hätte ich von England nie erwartet. So, gerade den Film im Planetarium geguckt und ein bisschen in fernen Welten geschwelgt und geträumt und jetzt einfach mal diese Aussicht von London genießen. Fun.
Und jetzt geht's noch ins Observatorium. Und jetzt nähern wir uns der spannendsten Linie der Welt, dem Greenwich Mean Time. Der letzte Tag in London und ich genieße nochmal das Wetter. Es sind 27 Grad schon früh morgens, es ist sehr warm und da gibt es eigentlich nichts Schöneres, als in den Park zu gehen. Und das Wetter wirklich richtig schön. Ich gehe jetzt in den Kyoto Garden. Habe auch passend dazu mein Tsubasa Shirt an. Mal gucken, wie der ist. Ein Ort für ruhige Reflexion. Und natürlich, nur im Kyoto Garten wird mein Tsubasa Shirt erkannt. So, ich bin gerade noch in die Westfield Mall gegangen und habe mir einen Kinofilm angeguckt. Das war echt ein VIP-Kino mit riesen Sitzen aus Leder und refillable drinks. Das war richtig cool, nur der Typ neben mir hat mich genervt. Er hat die ganze Zeit sein Handy benutzt, aber wirklich ununterbrochen. Selbst wenn er nicht geschrieben hat, hat er es auch noch angelassen, um zu sehen, ob gerade irgendeiner schreibt oder so. Also, warum geht man überhaupt ins Kino? Ich verstehe das einfach nicht. Na gut. Jetzt gucke ich mich noch ein bisschen in der Mall um. Sieht wirklich schön aus. Mal gucken, was es hier noch für Geschäfte gibt und was man alles kaufen kann. Oder könnte, besser gesagt. Let her go home, oh yeah.